KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Wir sind bei Nummer 802 mittlerweile. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja. Wunderschönen guten Tag auch von mir, hier ist der Erik und wir starten dann gleich mal rein in unsere neue KinoCast-Podcast-Episode mit den Filmen One Life. Den haben wir gesehen mit Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins. Und ich weiß gar nicht jetzt gerade, wann der startet. Finden wir bis nachher raus, wann der anläuft im deutschen Kino. Wir hatten den nämlich in der Sneak Preview gehabt. Und da sehen wir ja die Filme immer ein ganzes Stück vor Kinostart. 28. März. Ja, habe ich auch gerade gefunden. Genau. Wir sehen die ja immer ein ganzes Stück vor Kinostart. Und ja, das war bei dem auch wieder der Fall. Also ist quasi fast einen Monat vor Kinostart. Dann lasst euch mal überraschen, um was es da geht. Dann haben wir auch noch gesehen, oder ich habe auch noch gesehen, Madame Web, den neuen, was ist das, ja, schon Marvel, aber von Sony produziert, ne, irgendwie sieht da kein Mensch mehr durch. Den habe ich noch, mir noch angetan, im wahrsten Sinne des Wortes. dann haben wir geschaut, den Film, der nominiert ist als bester internationaler Film bei den Oscars, nämlich Das leere Zimmer. Und da habe ich direkt den auch mal an Chris weitergegeben, habe ich gesagt, hier, den musst du mal gucken, weil der Chris ist ja bekanntlicherweise Lehrer und da hat mich natürlich seine Meinung darüber sehr interessiert. Weil, naja, gut, kommen wir später dazu. Und mal gucken, was uns da noch so einfällt. Beginnen wir erstmal mit One Life, der nicht getippt wurde, wenn ich mich da recht erinnere. Richtig, ja. Richtig. Und so wie ich das hier sehe, zum Beispiel bei Movie Pilot, die Zusammenfassung, die ist ein bisschen Quatsch, würde ich sagen. Deswegen werde ich mich nicht diesmal daran ein bisschen orientieren, um mir da Stichworte geben zu lassen. Hier wird zum Beispiel gesagt, dass es ein Dokumentarfilm wäre, ein biografischer Dokumentarfilm ist es nicht, sondern es ist eher so eine Art Biopic. Wir lernen erstmal Anthony Hopkins kennen in seinem jetzigen Alter, der so ein bisschen so nur als Rentner zu Hause vor sich hin lebt. Seine Frau sagt zu ihm, Mensch, räum doch mal dein Arbeitszimmer auf. Und weil das Arbeitszimmer, das ist doch ziemlich vollgestopft mit Kartons, wo irgendwelche Aktenordner drin sind und Unterlagen. Und es ist eigentlich gar nicht nutzbar, denn sie werden Großeltern. Also da kommt ein Enkelkind und sie wollen da ein bisschen, ja, vielleicht das Zimmer mit nutzen für das Enkelkind. Und ja, dann fängt er an, während seine Frau auf einer kleinen Reise ist. Die ist doch bei der Tochter, ne? Sie geht halt auf eine Reise, fährt mit dem Bus weg. Und da fängt er halt an, das Zimmer aufzuräumen. Und während er seine Unterlagen in die Hand nimmt, kommen halt immer wieder Erinnerungen auf von dem, was damals war. Damals ist im Jahre 1938 die Nazis fangen an, Gebiete zu annektieren. Also fing ja an mit der Tschechei, also Teilen von der Tschechei, dem Sudetenland zum Beispiel. Da gab es ja damals diese sogenannte Heim ins Reich-Politik, wo dann eben Gebiete, die ehemals Deutschland gehört haben, vor irgendwelchen paar Jahrhunderten mal, da wurden halt Ansprüche geltend gemacht und die einfach Truppen stationieren und gesagt, das gehört jetzt uns. Also Ähnlichkeiten zu aktuellen Vorfällen sind rein zufällig. so war das halt damals und wir lernen, dass er einen Cousin, war das glaube ich, hat, der gerade in Prag ist, um dort Leuten zu helfen, denn da sind sehr viele Tschechen aus diesen Gebieten geflohen, weil bekannt wurde, dass die Nazis mit denen nicht gerade zimperlich umgehen. Natürlich auch sehr viele jüdische Einwohner dabei. Und die sind halt alle erstmal nach Prag geflohen, weil Prag eben noch nicht besetzt war von den Nazis. Die haben halt nur erstmal bestimmte Gebiete zurückgeführt. Und ja, so wird dann eben versucht, wer nachweisen kann, dass er Jude ist, da gibt es irgendwie Möglichkeiten, in anderen Ländern Unterschlupf zu finden, wobei das auch immer schwieriger wird.
weil es natürlich auch antisemitische Tendenzen auch in anderen Ländern gibt. Die wollen auch nicht mehr alle welche aufnehmen. Aber ganz schlimm ist halt für Personen, die da nicht irgendwie nachweisen können, dass sie politische Flüchtlinge sind oder religiöse Flüchtlinge. Und vor allem auch die Kinder, die dann in irgendwelchen Flüchtlingslagern leben in Paris, in Prag. Dort unter ganz prekären Umständen leben, da kommen auch sehr viele zu Tode. Und sein Cousin, der ist dort schon unterwegs, er versucht da den Leuten auch zu helfen, eine Struktur aufzubauen, eine Hilfsstruktur und so weiter. Und er, also Anthony Hopkins, in Jung, gespielt, glaube ich, von Johnny Flynn. Oder? Muss ich gucken? Ja, doch, stimmt. Der reist nach Prag, wobei es da schon anfängt, ein bisschen unruhiger zu werden in der Tschechischen Republik oder wie das damals, weiß ich gar nicht, wie es hieß. Tschechoslowakei war später. Nee, das war ja später. Das war ja dann, wo dann später die Tschechien und die Slowakei zusammengeführt wurden. Ich glaube, damals hieß es noch Tschechei einfach. Jedenfalls reist er dann dahin und da war es noch sehr unruhig, also man wusste nicht, wann rücken jetzt die Nazi-Truppen vor in den Rest des Landes und so weiter. Tschechoslowakische Republik. Tatsächlich? Okay. Ich glaube. Okay. Aber ja. Ja. Und da hinzureisen als Engländer ist schon sehr schwierig gewesen zur damaligen Zeit. Es war ja auch nicht so viel mit Luftreisen und so. Das war alles schwierig mit der Bahn und so weiter. Naja, jedenfalls reist er dahin und sieht den Ausmaß des Schreckens, der Katastrophe mit den ganzen Flüchtlingen, mit den Kindern. Und er beschließt für sich, da muss geholfen werden. Und das Wichtige ist natürlich erstmal überhaupt zu erfassen, um wen geht es jetzt hier, wer muss gerettet werden, wer sind die Personen. Und da sind natürlich viele von denen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, erstmal sehr reserviert, weil sie nicht wissen, okay, was passiert jetzt hier mit diesen Listen, die da erstellt werden, oder sie wollen ihre Listen von ihren Flüchtlingen nicht rausgeben, weil sie Angst haben, dass das vielleicht als Blaupause für eine Deportation genutzt wird, eventuell, wenn es in falsche Hände gerät, und da muss er erstmal Vertrauen aufbauen. Und natürlich andererseits muss er dann auch in dem Zielland, was jetzt hier England ist, London, muss er auch geeignete Gastfamilien finden, denn es gibt so eine Art, ja, wenn man da so ein Visum haben will in England, da sind einige Hürden davor gesetzt, muss ja irgendwie eine medizinische Untersuchung erstmal stattfinden, dass das Kind nichts hat, und dann muss auch eine Gastfamilie im Zielland sein, die das Kind bereit ist aufzunehmen und dann auch eine Gebühr dafür zu bezahlen und so weiter. Und dann muss er halt in der Heimat erstmal auch quasi ein bisschen positive Stimmung machen und auch in der Presse darauf aufmerksam machen und Gastfamilien finden. Und das wird halt so alles gezeigt. Das springt immer so ein bisschen zwischen der in Anführungszeichen Jetztzeit und dem, wie es damals war, 38, 39, hin und her. Und wir sehen dann den Schrecken von damals und wie er heute damit umgeht. Und wir sehen, er ist eigentlich niemand, der damit großartig geprahlt hat, sein ganzes Leben lang nicht, sondern er hat das halt getan, weil er es für nötig hielt, und hat als irgendwo an der Börse in London gearbeitet und sein Leben lang. Und ja, irgendwann interessiert sich dann auch nochmal andere Leute für seine Geschichte, beziehungsweise er möchte erst am Anfang versuchen, so ein bisschen sein Lebenswerk oder sein Werk, was er damals getan hat, vielleicht wenigstens irgendeinem Museum oder einer Zeitung zugänglich zu machen, damit die das mal irgendwie haben, damit es nicht verloren ist, wenn er vielleicht mal nicht mehr ist. Er will es nicht wegschmeißen, und ja, die Zeitung ist erstmal so relativ wenig interessiert, aber dann kommt er über Umwege an eine Verlegerin, an die Frau eines großen Verlegers, die sich dafür interessiert, und so nimmt das dann so ein bisschen Fahrt auf irgendwann in den 80er Jahren dann. Und das sehen wir dann hier in diesem Film. Also zum einen wird die sehr dramatische, bewegende Geschichte erzählt, wie das damals in Prag war, in was für Gefahr er sich auch begeben hat, um dort zu helfen, und eben was er auch erreicht hat und wie es ihn mitgenommen hat. Und dann natürlich in der Jetztzeit dann auch, wie quasi sein Lebenswerk gewürdigt wurde. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und insgesamt war er nicht getippt, der Film, deswegen habe ich auch irgendwie gar keinen Trailer irgendwie großartig gesehen gehabt. War für mich eine absolut überraschende
Sneak Preview, ich glaube, ja, du wusstest diesmal, ne, glaube ich. Ja, aber ich habe den Tipp schon gemacht diesmal, ja. Also ich wusste es tatsächlich. Ja. Und ich hatte den Trailer aber auch schon vor einer ganzen Weile mal gesehen gehabt. Also was heißt ganze Weile, also schon ein Stückchen her auch. Und fand es damals schon ganz witzig, weil eben ja so eine der berühmtesten Szenen, die, glaube ich, fast jeder schon mal irgendwie bei Insta in irgendeinem Reel oder bei TikTok hatte. War nicht spoilern. Nicht spoilern, oder? Das kommt im Trailer. Achso, naja, okay. Also ich habe auch nicht gesagt, was für eine Szene das ist, aber ist ja egal. Für mich war es sehr überraschend, als es dann darauf hinauslief, auf die Szene, die man doch schon kannte. Deswegen genau. Mal nicht spoilern. Nein, auf gar keinen Fall. Und deswegen hatte ich dann schon irgendwie wirklich auch Interesse an dem Film, weil zum einen halt die Geschichte, die dahinter steckte, mich wirklich dann schon so ein Stück weit interessiert hat und natürlich Anthony Hopkins ein Schauspieler ist, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er nur Schrottrollen spielt. Deswegen fand ich da die Kombination daraus eigentlich sehr cool und muss dann auch sagen, der Film insgesamt fand ich schon ein eine ganz, ganz, ganz ordentliche Sache. Also er geht fast 2 Stunden, 110 Minuten. Das ist ziemlich lang. Allerdings braucht der Film tatsächlich oftmals auch diese Länge und diese ruhige Art, die dann zeitweise drin ist in dieser doch schwierigen und hektischen Zeit. Und das fand ich sehr, sehr ausgewogen. Das fand ich sehr gut gemacht. Ich meine, dazu Anthony Hopkins, einfach cool, der nochmal so eine Rolle zu sehen. Johnny Flynn als der junge Anthony Hopkins quasi, fand ich, wenn man dann die Originalbilder sieht, fand ich extrem gut gecastet. Meine Güte. Haben wir Helena Bonham Carter schon erwähnt? Ich nicht, nee. Aber ja, dann erwähne ich sie nämlich. Die spielt nämlich auch mit. Die spielt nämlich auch eine Rolle. Die spielt die Mutter von Nicholas Winton. Und also schauspielerisch fand ich es echt richtig cool und von der Geschichte her auch. Also es war sehr vieles sehr, sehr gut gemacht vom Setting, vom Aufbau, von der Stimmung, vom Mitfiebern, vom in die Personen reinversetzen, was in denen vorgeht. Fand ich eine komplett runde Sache eigentlich. Ja, war sehr bewegender Film auch an vielen Stellen. Und Anthony Hopkins hat auch die Hauptfigur sehr gut porträtiert, fand ich. Also es war jetzt nicht so diese typische Anthony Hopkins-Rolle. Der hatte auch fast so ein bisschen so einen schelmischen Humor dann auch mit drin. das kannte ich jetzt so von ihm noch nicht so. War aber wahrscheinlich angelegt auch an die Originalfigur. Und das fand ich echt schön, wie er dann zum Beispiel zu dieser Zeitung geht und so weiter. Und teilweise irgendwelche Sachen macht, wo du sagst, ja, das, wenn du quasi so viel erlebt hast in deinem Leben und dir das dann so ein bisschen egal ist und sowas. Ja, das fand ich sehr schön, wie er dann so den wirklich so herzerwärmend dann gespielt hat und absolut großartig. Finde ich ein bisschen, ich habe geschaut, der Film hat bei den Oscars überhaupt keine Erwähnung gefunden. Also weder Darsteller noch irgendwas. Okay, weil es hieß ja vielleicht, dass das die nächste Oscar-Nominierung für Anthony Hopkins wäre sogar. Ja, ich glaube, entweder ich habe es übersehen, aber ich habe mal geschaut, ob der irgendwo mit dabei ist, aber da stand nichts drin bei den Oscar-Nominierungen. Was eigentlich ein bisschen verwunderlich ist, weil die Oscars stehen ja auf solche Geschichten, ne? Definitiv, gerade so Biopics und auch gute Darstellerleistungen, aber nee. Ist nicht, ich sehe hier nur, der hat eine Auszeichnung gewonnen, Best Narrative Feature beim Palm Springs International Film Festival, aber sonst keine Nominierung, obwohl es eigentlich, denke ich mal, ist so ein sogenannter Oscar-Pleaser, ne? Also wirklich so ein Film, der so ein bisschen, wo du sagst, ja, das ist eigentlich genau das, was so die Academy ungefähr, also gerade ein wichtiges Ereignis der Weltgeschichte, dann so eine Figur da hervorgehoben, deren Geschichte erzählt, die vielleicht noch nicht so vielen Leuten bekannt war. Das ist eigentlich genau so ein Ding, was so bei den Oscars häufig immer eine Rolle spielt, aber irgendwie ein bisschen durch die Lappen gegangen. Vielleicht, warte mal, wann ist denn der? Vielleicht ist der dieses Jahr erst rausgekommen. Nee, 23 steht hier bei der IMDb. Ja, sonst hätte ich gedacht, ja, vielleicht ist er dann nächstes Jahr mit dem Rennen. Aber vielleicht dann doch nicht. Also noch nicht mal bei den BAFTAs, bei den
britischen Awards. Wer weiß, was da der Grund war. Auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film, der jetzt am, was hat man gesagt, 28. März? 28. März. In den deutschen Kinos startet und sehr empfehlenswert auf jeden Fall ist. Ich gucke gerade mal, der Regisseur hat hier noch, ich habe jetzt nur mal bei Filmstarts geschaut, wenn du da auf den Regisseur klickst, da kommt hier noch bei Filmografie kommt Snowpiercer. Das ist aber, glaube ich, dann der neue Snowpiercer-Film, der irgendwann unbekannter Starttermin steht hier. Dann hat er auch noch Slow Horses gemacht, eine Black Mirror-Folge. Der Nebel, aber weiß ich nicht, ob er da Regisseur war. Mal gucken. Klick. Nee, da steht er nur, da ist jemand anders. Ist egal. Jedenfalls ein empfehlenswerter Film. Wir geben, glaube ich, ganz hohe Punkte. Also ich gebe 8,5 von 10. In unserer Gruppe habe ich, glaube ich, 9 gegeben, habe ich aufgerundet. Ja, ich bin bei genau 8. Also ich fand den echt cool. Sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Okay, jetzt. Anschauen und gibt's gerade eine neue, das mal geben, ja. Neue Teilnahmeanfrage, während ich hier in der Gruppe bin, habe ich gleich mal freigeschaltet, die Emily. Schöne Grüße. Genau, wir haben das nämlich mal so einen kleinen Prozess vorgeschaltet, sonst war das zu viel Spam da drin. Dann. Und in unserer Gruppe, oh, da haben einige Leute sogar 10 gegeben. Ich liege bei 9. 8, 7 auf jeden Fall. Ich glaube, der 6 ist nur der Korrekturfaktor. Und ich glaube, sehr viele haben den Film weiterempfohlen. Bin ich mal gespannt, wie der dann in Deutschland im Kino performt. Wir werden ja dann in ein paar Wochen sehen, gegen was für Filme er antritt im Kino. Das ist ja dann meistens immer so ein Faktor, den man beobachten muss. Das ist ja nun nicht gerade die Top-Hollywood-Produktion, obwohl er ja auch mit Anthony Hopkins durchaus einen zugkräftigen Star hat. Aber ja, vom Thema her, ja, eher, denke ich mal, nicht ganz so das Mainstream-Interesse wie jetzt irgendwie der neueste Fast and Furious oder Marvel-Film. Ja, na gut, aber ja, wir können. Wie gesagt, wir sind relativ hoch dabei, aber ne, 9 Leute haben 10 Punkte gegeben. Also Maximalpunktzahl. Wow. Ja, das ist schon recht. Absolutes zurecht. Brettchen. Wenn wir einmal in der Gruppe sind, wie lautet denn der Hinweis für die nächste Sneak, also morgen? Für die Sneak 1205 am 26. Februar 2024 lautet der Tipp, so war das nicht geplant. Okay, da sind auch ein paar Hinweise eingegangen oder ein paar Vermutungen von Martin, der ja fleißig tippt immer. Schöne Grüße, vielen Dank dafür. Der tippt, oh la la, wer ahnt denn sowas? Wer ahnt? Oh la la. Ja, mit offensichtlich, also da steht unten was mit Monsieur Claude, also wahrscheinlich ist das so ein weiterer Film aus dieser Monsieur Claude-Reihe. Ja, keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich habe noch getippt The Kill Room. Das könnte passen bei Wer ahnt denn sowas. Dann die Susanne. Ich weiß gar nicht, ob die schon mal was getippt hatte. Kann mich kaum erinnern. Ist egal. Sie hat getippt Drive Away Dolls. Sagt mir auch gar nichts, der Film. Ich werde nachher mal die Trailer alle gucken. Und der Benjamin, den kennen wir ja, der tippt Wunderland. Das Wunderland kommt ins Kino. Das ist aber eine mehr oder weniger so ein bisschen eine erzählerische Doku, würde ich sagen. Da geht es nämlich um das Miniaturwunderland in Hamburg. Und da gehe ich auf jeden Fall rein mit Frau und Kind. Denn die beiden sind da total begeistert von dem Miniaturwunderland in Hamburg. Die waren da auch schon. Und das ist auch sensationell gut gemacht. Also. Jo, die sind jetzt, haben richtig erweitert. Also die beiden, die waren ja irgendwie im September oben. Ne? Die haben gesagt, Wahnsinn, also zig Etagen. Dann haben die noch auf der anderen Seite von der Speicherstadt auch nochmal eine Liegenschaft und so. Total krass. Und da ich ja gerne ins Kino gehe, mich reizt jetzt der Film nicht so sehr. Aber da ich gerne ins Kino gehe, komme ich da auf jeden Fall mit. Und die Innenstadtkinos zeigen den auch ab dem 7. März. Das wird nicht ganz klappen, weil da bin ich nicht da. Da sind wir auf einem Konzert in München, aber dann irgendwie relativ zeitnah danach. In München? Ja, leider wird beim Vizemeister. Bei uns in Stuttgart die Halle umgebaut, dass die Depeche Mode leider nicht nach Stuttgart kommen, diesmal in der Tour. Die Depeche Mode, ne? Ja, buh, was ist hier los? Das war wohl unsere letzte Sendung hier. Okay, nee, da werden wir irgendwann vielleicht dann an dem Wochenende danach, dann, also nicht danach, sehr Donnerstag, Freitag sind wir nicht da, oder vielleicht Samstag, Sonntag mal reingehen in den Film. Ich werde dann berichten. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Okay, das waren die Sneak-Tipps. Ich glaube, Sneak Top und Flop wird jetzt bald irgendwie mal enden. Machen wir, ja, jetzt im Februar machen wir Knopf dran. Also Ende Februar jetzt. Ende Februar, das ist ja jetzt quasi.
Also wahrscheinlich noch, sagst du es noch einmal in der Sneak am Montag, nochmal alle schnell abstimmen, wer noch nicht abgestimmt hat. Und dann, genau, wer liegt denn jetzt vorne? Ich weiß nicht, ob man es aus der Kurzübersicht sehen kann. Ich will es jetzt nicht extra aufklappen. Da ist bei den Flops Infinity Pool auf 1 und bei den Tops ist Operation Fortune, falls das hier schon sortiert erscheint. Klingt spannend, weil der zweite, die jeweils Zweitplatzierten sind relativ knapp dahinter. Also bei Flop ist Beautiful Disaster direkt dahinter und bei Top ist natürlich Anatomie eines Falls, der eigentlich auf die 1 gehört nach meiner. Was? Hör doch auf, Mann. Absoluter Top-Film, ey. Oscar-nominiert. Also wenn das Top-Sneak des Jahres ist, dann schließe ich sofort die Sneak-Gruppe und alles und beende meine Aktivitäten, weil dann habe ich echt keine Ahnung. Wie hat schon Goethe gesagt, wir verpönen, was wir nicht verstehen können. Ja. Okay, machen wir weiter mit den Charts und den Neustarts. Kinocharts und Neustarts. Jetzt muss ich bloß erstmal die E-Mail raussuchen hier. Ja. Du bist überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Platz Nummer 5 ist nämlich, wo die Lüge hinfällt. Ja, machen wir noch Platz 4. Ella und der schwarze Panther. Ja. Platz 3, Poor Things. Möchtest du noch mitmachen? Oder soll ich Platz 2 ist 1 Million Minuten. Sehr gut, ey, du bist ja doch noch dabei, danke. Und Platz 1, Bob Marley, One Love. Das heißt, Madame Web hat es nicht ganz geschafft, aber du hast es geschafft in Madame Web, ne? Da kommen wir gleich zu. Ich hab's, jetzt sofort eigentlich, oder? Ja, wir haben noch die Charts, die Neustarts. Ja, genau, die Neustarts. Was startet denn hier Neues in den deutschen Kinos? Ich nehme jetzt mal Kino.de, The Zone of Interest ist ja, glaube ich, Oscar nominiert. Der neue Film mit Sandra Hüller, die wir ja kennen aus dem großartigen Film Anatomie eines Falls. Und da hat selbst, habe ich gestern repostet auf Instagram, hat selbst Steven Spielberg gesagt, dass das einer der bewegendsten Holocaust-Filme ist, die er kennt. Und er hat immerhin Schindlers Liste gemacht, ne? Deswegen, also da geht es um ein Paar, die quasi ein Haus oder die Leitung des KZ Auschwitz übernehmen, dann ein schönes Haus bekommen und dann sind sie halt immer hin und her gerissen zwischen dem Schlimmen, was da so passiert in dem Lager, womit sie ja nicht direkt was zu tun haben, weil sie ja die anderen Sachen machen und es muss wohl ganz dramatisch sein, der Film The Zone of Interest. Den will ich auf jeden Fall sehen in der Oscar-Vorbereitung. Mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, den im Kino zu gucken. Es startet dann auch Dune 2. Ich glaube, der ist ein bisschen von manchen lang erwartet. Fortsetzung des epischen Sci-Fi-Abenteuers von Denis Villeneuve. Ich muss immer noch den ersten sehen. Mit Timothy Chalamet und Zendaya in den Hauptrollen. Also die Fortsetzung. Es geht endlich weiter mit Dune. Alle können beruhigt atmen. Und was ich da bisher so trailertechnisch gesehen habe, sah jetzt nicht so schlecht aus. Aber wie gesagt, mir fehlt halt immer noch der erste, weil der Erik damals meinte, ja. Hä? Naja, ja. Ja, meint er immer noch. Nee, ich fand den eigentlich ja gut. War bloß ein bisschen, war sehr lang. Also man muss da wirklich am Ball bleiben auf jeden Fall. Aber ich möchte jetzt hier dazu mal was zitieren, wenn ich das jetzt so mal auf die Schnelle finde, von einem geschätzten Podcast-Kollegen vom Daniel Schröck, der ja auch die Kino-Plus-Sendung macht bei Rocket Beans und so weiter. Mensch, wo war denn das? Der hatte so einen positiven Tweet hier abgesetzt, nachdem er den Film gesehen hat. Jetzt finde ich den nicht auf die Schnelle. Ich wollte ihn eigentlich mal zitieren. Also es war so sinngemäß, dass es ihn total weggehauen hat und dass der, wo er den ersten Teil ganz okay fand, dass das nochmal viel mehr obendrauf gesehen. Ah, hier genau. Dune Part 2. Hat mich noch stärker absorbiert. Staunen, Tränen, Fragen, Gänsehaut. Anders in seiner Messias-Thematik, noch schöner in analog ausbalancierter in Action und Inhalt. Desert Power, Star Power, Cinema Power. Ich war so drin und will so viel mehr. Übergroßes Kino. Ja, klingt schon mal sehr, sehr gut. Also ich habe von vielen jetzt mittlerweile gehört, weil es waren jetzt letzte Woche Mittwoch, Donnerstag waren so die ersten Pressevorführungen. Da habe ich jetzt in meiner Kino-Bubble so ein bisschen mitbekommen, wie begeistert da die Leute sind, die den jetzt sehen durften. Und wir hatten ja auch eine Einladung gehabt, aber es war wie immer irgendwie München oder so, München, Hamburg, Berlin, also irgendwie Stuttgart. Ja, lassen die aber. Ist ja nicht so, dass wir in Stuttgart die viel besseren Kinos haben wie München, aber ist ja egal. Den Südwesten lassen die irgendwie ein bisschen gefühlt aus, seht das mal, aber egal. Na, jedenfalls also sehr positive Rückmeldung bekommen und ich fand den ja visuell überragend, den Dune, den ersten.
war ein bisschen langgezogen, aber ist halt auch nur ein halber Film gewesen. Ne? Deswegen, wenn da jetzt im zweiten Teil da richtig die Erzählstränge aufgegriffen werden und gut zu Ende geführt werden oder sogar noch dramatischer gemacht werden, das wäre natürlich der Hammer. Aber ja, Zone of Interest ist natürlich starker Gegenpol für mich jetzt, weil ich ja die Oscar-Filme alle schauen will. Mal gucken. Es steht auch noch, das ist doch bestimmt Netflix, oder? Startet der? Jetzt muss ich mal gucken. Kino statt 1.3. Also. Warte mal ganz kurz. 29. Februar ist eigentlich der Kinostart. Nee, da steht hier nicht drin. Startet auf Netflix wahrscheinlich neu Spaceman mit Adam Sandler. Spaceman. Ja. Was haben wir noch? Ich denk da eher an David Bowie, Spaceman, aber gut. Ja. Only the River Flows, steht das hier älter. Drin? Steht auch nicht drin bei Filmstarts.de. Filmstarts, die haben irgendwie die bessere Kinostart. Ach doch, hier steht's drin, Entschuldigung. Worum geht's denn da? In China in den 90er Jahren werden in der Kleinstadt Banpo 3 Morde begangen. Ma, der Leiter der Kriminalpolizei, wird mit der Aufklärung der Fälle beauftragt. Eine am Flussufer zurückgelassene Handtasche und die Aussagen von Passanten lassen gleich mehrere Verdächtige ins Visier des Ermittlers geraten. Doch dann geraten die Ermittlungen ins Stocken. Er wird mit den Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert und muss sich der harten Frage stellen, ob er sich immer noch auf der richtigen Spur befindet. Oh, das klingt ja ganz dramatisch und spannend. Ah ja, okay, wenn du das sagst. Dann startet auch noch Le Paradis. Da geht es um Joe, ein 16-jähriger Insasse einer Besserungsanstalt im Herzen der belgischen Ardennen, versucht, sich eine Zukunft aufzubauen, hin und her gerissen zwischen der strengen Disziplin des Ortes und seiner leidenschaftlichen Liebe zu William. Und ich habe kurz gesehen, so belgisch-französisch, und habe gedacht, mit Jolan Moreau. Mit Erik, seiner absoluten Lieblingsschauspielerin, aber scheinbar nicht. Okay. Es steht auch noch Berlin Bitch Love, Bitch auch mit Y. Die 15-jährige Sophie ist im vierten Monat schwanger. Oh, okay. Ihrem Freund, dem 17 Jahre alten Dominik, droht eine jahrelange Haftstrafe, weil er in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Ja, ich meine, das scheint ja kein Kind von Traurigkeit zu sein. Beide sind wohnungslos und mit dem herannahenden Winter sähe es für beide auch ohne eine Verurteilung Dominiks finster aus. Johannes Girkes und Heino auf dem... Ach, Dokumentarfilm ist das. Okay, na dann. Ist eine Dokumentarfilm, wahrscheinlich über irgendwelche Wohnungslosen oder so, schätze ich mal. Das ist Al-Mamula. Al-Mamula, französisch-italienischer, argentinischer Spielfilm unter Regie von Juan Sebastian Torales aus dem Jahr 2003. Ja, und worum geht's da? Ein Junge verschwindet in einer Welt voller Geflüster, unausgesprochene Wünsche und Gebete erwachen Ninos Neugier und Begehren. Ach du Gott. Okay, Fantasy-Drama. Naja. Ja. Ich habe gerade geguckt, wann der nächste Film mit Jolande Moreau kommt, damit ich dir ein Ticket schenken kann. Aber. Nee, ich glaube, die ist langsam, die hört langsam auf mit ihrer Karriere, in Anführungszeichen. La Fiancée du Poète, Film von 2023. Ja, mal gucken, ja, ob man das macht. Fände ich gut. Na gut. Kommen wir mal zu Madame Web. Also, Madame Web, da eilten ja, also ich habe ja den Trailer gesehen, ich muss mal anders anfangen. Ich habe ja den Trailer gesehen, als ich in Malaysia im Kino war, und der Trailer sah gut aus, habe ich ja auch hier im Podcast gesagt. Ich hatte jetzt noch nicht so viel davon mitbekommen gehabt, von dem Film. Irgendwie hat man gehört, dass es das gibt und so, aber so richtig genau noch nicht, und ich habe auch nicht aktiv nach einem Trailer gesucht gehabt, deswegen war das erste Mal, dass ich den im Kino gesehen habe, und ich fand ihn gut, den Trailer. Der hat Spaß gemacht, sah interessant aus, und ja, dann habe ich jetzt doch gedacht, trotz der teilweise verheerenden Sachen, ich habe ein bisschen Mut zum Trash und so, habe ich gedacht, okay, ich gucke mal an, das kann ja nicht so schlecht sein. Also, worum geht's? Wir sehen erstmal, wie zwei Personen, ein Mann und eine Frau, so durch den Dschungel sich bewegen, und die Frau ist irgendwie so, oder sie sind beide irgendwie Wissenschaftler, und die versuchen, irgendwelche Tiere zu finden, irgendwelche so bestimmte Spinnenarten oder sowas, und sie finden dann tatsächlich irgendwie so diese eine Spinne, die irgendwie so ein bisschen anders aussieht als die anderen, die da hochkrabbeln und rumkrabbeln.
Und sie nehmen die dann so in so ein Glas rein und freuen sich, ja, wir haben sie gefunden, wir haben sie gefunden. Und plötzlich zieht er die Pistole und erschießt die Frau, weil er die Spinne für sich haben möchte. Und große Überraschung in den ersten 2 Minuten, ja. Die nächste große Überraschung folgt auf dem Fuße, denn offensichtlich ist die Frau, also sie wird die Frau, die sterbende Frau, die da erschossen wurde, wird in ein von irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Eingeborenen, oder sehen irgendwie ganz seltsam aus, die Leute, wird von denen gerettet, in so eine Höhle gebracht und macht da so eine Art Geburt unter Wasser und gebärt da ein Kind, denn sie war schwanger. Und und dieses Kind, um das geht es eigentlich dann später, die sehen wir dann, sie ist Rettungsassistentin, wird gespielt von Dakota Johnson, die geneigte Kinozuschauer vielleicht aus den 50 Shades Filmen kennen, die ich nicht gesehen habe. Und die ist dann Rettungssanitäterin und ich glaube in New York sogar, und hat immer mal so Visionen, dass sie manchmal Sachen sieht, die erst noch passieren. Also am Anfang denkt sie so eine Art Déjà-vu, so, hä, das hatte ich doch jetzt gerade. Oder sie unterhält sich mit Leuten und sie sieht dann teilweise auch irgendwie Unfälle oder was da so passiert, bevor es passiert und so weiter. Und ja, kann das erstmal überhaupt nicht zuordnen. Und dann findet sie natürlich so ein bisschen raus, indem sie zu Hause in ihren Unterlagen kramt, was sie eigentlich schon über Jahre vielleicht mal hätte machen sollen, irgendwelche Koffer von ihrer Mutter, weil sie ist ohne Mutter aufgewachsen, weil die ist bei dieser Geburtsdings da im Urwald irgendwie gestorben. Und dann findet sie so einen alten Koffer mit Notizsachen und stellt da so Sachen fest. Und parallel dazu ist aus diesem ehemaligen Mitwissenschaftler, mit dem die Mutter unterwegs war, der hat ja die Spinne an sich genommen, wie man sich erinnern kann. Und der lässt sich immer von dieser Spinne beißen oder nutzt dieses Spinnengift, um daraus so eine Art Kräfte zu gewinnen. Und der ist dann die ganze Zeit so eine Art böser Spider-Man. Also man kann es so sagen. Also er nutzt die Kräfte eher zum Bösen und ist da so unterwegs und lässt sich da so, macht da so seine Sachen. Und er hat jedes Mal, wenn er schlafen geht, hat er einen Traum. Und in diesem Traum erscheinen ihm 3 junge Frauen im Spider-Man-Kostüm, sexy junge Frauen. Und diese sexy jungen Frauen bringen ihn um in diesem Traum. Diesen Traum hat er jede Nacht. Und was könnte man da tun, Chris? Frage ich dich. Was? Mehr Gift. Nein. Die suchen und sie vorher umbringen, bevor sie ihn umbringen. Ja, genau. Hast du den Trailer gesehen oder hast du tatsächlich... Nein, ich habe jetzt einfach geraten. Ja, okay. Ich bin, genau das macht er nicht. Ich hab extra schon geschalten, weil ich habe schon angefangen hier zu lachen, als du es erzählt hast jetzt gerade. Ja, ich meine, die absurdesten Sachen, das ist die ja noch gar nicht das Absurdeste, was hier alles passiert. Ja, ich meine, das ist jetzt schon relativ am Anfang des Films, ja, und wir sind jetzt noch gar nicht so weit fortgeschritten. Das wird noch viel absurder. Jedenfalls zeichnet er dann so ein bisschen aus seinem Gedächtnis, aus seinen erotischen Träumen mit den 3 Spider-Man-Girls, zeichnet er dann quasi die Gesichter von denen oder kann das irgendwie und nutzt dann so die Macht von NSA, weil da gibt es dann mal so eine Szene, wo er dann halt da die Möglichkeit bekommt, den hier Computersachen mit zu nutzen. Das will ich jetzt mal nicht verraten, wie das passiert. Ja, versucht er die dann ausfindig zu machen, weil ja die NSA, die hat ja überall Kameras und überall Verkehrskameras und sonst was, die haben überall Zugriff, also die können da Leute finden und so. Und dann nutzt er dann die Gesichtserkennung und dann sind tatsächlich mal die 3 jungen Mädels, gespielt von Sydney Sweeney, die hatten wir auch letztens in einem Film, in der Sneak Preview, glaube ich sogar, wenn ich mich da richtig erinnere. Wo die Lüge hinfällt. Genau, wo die Lüge hinfällt. Handmaid's Tale, The White Lotus, Euphoria war sie mit dabei. Ja, die hatten wir dann Isabella Merced, nicht Mercedes, wie hier im Ländle, Merced, Celeste O'Connor und diese 3 erscheinen ihm da quasi im Traum und Dakota Johnson alias Cassandra Webb ist halt auch in so einem U-Bahn-Waggon mit drin, wo die gerade alle, die anderen 3 auch sind und so und das, da wird halt gerade so die NSA wird da aktiv und sehen dann halt, ja jedenfalls, wo soll ich anfangen? Also das war jetzt noch nicht mal das Absurdeste, was da noch alles kommt.
da gibt es dann halt so viele Szenen, wo du einfach denkst, ach nee. Also, bestes Beispiel sind immer so die Szenen, ihr bleibt bitte hier, da ist jetzt gerade Gefahr, ihr bleibt bitte hier, ihr geht nicht weg. Ja, ich muss jetzt kurz das und das machen, dann komme ich wieder. Was wird wohl passieren? Sie gehen natürlich weg. Nur so eine, also es sind so viele solche dämliche Szenen drin, wo du denkst, oh nee, ey. Wo irgendwas gesagt wird, bitte das und das so machen. Nein, du weißt genau, nee, die machen es halt anders. Und das und so und so. Und ach nee, ist einfach so, so dämlich die ganze Zeit. Und es dreht halt immer mehr ab. Der Anfang, diese in Anführungszeichen Origin-Story im Urwald, darüber hätte man noch hinwegsehen können. Also das fand ich sogar noch halbwegs ganz, ganz okay, sag ich jetzt mal. Auch das danach, wie sie so ein bisschen erkennt, dass sie so ein bisschen in die Zukunft schauen kann und irgendwie so verschiedene Wege, so ein bisschen Dr. Strange-mäßig, so verschiedene Pfade, die sich da eröffnen. Wenn ich die Entscheidung treffe, geht es in die Richtung, wenn ich die und so weiter. Das fand ich noch ganz okay, aber sobald wie nachher diese drei, in Anführungszeichen, weiblichen Spider-Mans, dann weiblichen Spider-Women, besser gesagt Spider-Girls, nenne ich es jetzt mal, wo die dann da auftauchen, die einfach so klischeehaft sind, so junge Mädels und die eine hat ein Skateboard und die andere ist halt so und ja, oh, so Stereotyp und ach nee. Es war, also das Einzige, was mir so ein bisschen gefallen hat, war der Soundtrack an dem Ganzen, der war ganz okay gewählt und so, aber es war einfach, wow. Es war einfach furchtbar. Da wurden gefühlt so viele, es war immer so, wenn so ein bisschen so die Story an so einem Scheideweg war, wo man überlegt hat, geht's in die Richtung, geht's in die Richtung, wurde einfach immer die falsche Entscheidung getroffen, gefühlt. Und ich habe mich auch ehrlich gefragt, es werden in Amerika, werden ja Sneak Previews häufig genutzt von Filmfirmen, um wirklich auch Filme zu zeigen, die noch in Produktion sind, um dann so ein Feedback zu erhalten, wie fandet ihr das, fandet ihr das gut, fandet ihr das gut oder so. Ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, was das Testpublikum dazu gesagt hat, weil also jeder normale Mensch würde hier so viele Punkte finden, wo man sagt, ey Leute, ey, das geht einfach nicht, lasst das weg oder macht das anders. Also ich weiß nicht, wen man da hat testen lassen oder ob es überhaupt getestet wurde oder ob das irgendwie ein Schnellschuss war, der irgendwie ins Kino musste vor irgendeinem anderen Film schnell noch oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit einem halbwegs klaren Verstand diesen Film gesehen hat und gesagt hat, ja, das ist doch eigentlich ein guter Film. Also, das wird mit Sicherheit ein Erfolg im Kino. Ja, definitiv. Also, das kann doch niemand ernsthaft gedacht haben bei diesem Film. Also, und scheinbar schon. Also. Dabei habe ich so das Absurdeste, lasse ich noch weg, weil dieser finale Kampf, der dann stattfindet, er ist einfach so himmelschreiend dämlich. Also ich habe euch in der Gruppe auch geschrieben, der Film ist so dämlich, den müsst ihr gesehen haben. Also es ist einfach wirklich, wenn man so ein bisschen Superheldenfilme, ihr wisst Thor 3 gar nicht zu schätzen, wenn ihr auf dem rumhackt, wenn ihr nicht Madame Web gesehen habt. Leute, also guckt euch mal Madame Web an und dann schaut nochmal Thor 3 an, auf dem ihr rumgehackt habt, den ich als einziger gut fand. Ja, dann wisst ihr Thor 3, das ist also meilenweit viel, viel besser als dieses Ding. Also das ist wirklich, man muss wirklich Madame Web gesehen haben. Nicht im Kino, gebt da kein Geld aus dafür. Ich rate davon ab. Aber vielleicht, ja, irgendwie so mal oder im Streaming, vielleicht kriegt er ja irgendwie mal die Möglichkeit oder vielleicht kriegt man da mal einen Screener oder so, jetzt wo der im Kino fast durch ist, mal gucken. Dann könnt ihr den auch mal gucken. Nee. Also, und dann wird am Schluss, das kann ich ja spoilerfrei sagen, wird noch, natürlich will man da eine Legacy irgendwie etablieren und irgendwie Folgefilme und so weiter, ne? Und das, was dann aus dem Hut gezaubert wird, das ist so hanebüchen, ey. Wo dann, ach, nee. Ich frage mich ernsthaft, gibt es denn in dieser Filmproduktions, in diesem Business, gibt es da nicht irgendwelche Leute, die noch klar denken können, die dann, ja, die so einen Film gucken und sagen, oh, Moment mal, ey Leute, das können wir so nicht machen. Gibt es da eigentlich nur Ja-Sager oder so, die einfach alles gut finden, was da irgendwie, gibt es da keine Kultur der Kritik, wo man vielleicht mal sagen könnte, Leute, ey, das können wir so nicht bringen oder so, das geht nicht, das ist einfach Quatsch, lass uns das anders machen oder, ey, das ist wirklich dermaßen dämlich. Also,
Ich verstehe jetzt dein Problem nicht, der geht doch fast nur 2 Stunden von dem her. Also, nee, nicht fast 2 Stunden, der war irgendwie knapp 90 Minuten oder so, der war nicht so lang, glaube ich, 1,5 oder so, ich war relativ schnell durch. Also da stand 1,54. 54, na gut, ich habe die Schriften jetzt nicht bis zum Ende geguckt, ich war dann froh, wo es vorbei war. Ich weiß nicht, ob da noch was gekommen wäre, hat mich nicht interessiert, ehrlich gesagt. Wenn natürlich noch 10 Minuten Schriften kommen, also der Film wirkt auch nicht so, als wäre er billig gewesen. Ich glaube, da waren wirklich viele Hände, die damit dazu beigetragen haben, dass der Film entstanden ist auf jeden Fall. Deswegen waren wahrscheinlich die Credits sehr lang. Und deswegen eigentlich, also, ja, nee. Nee. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich dafür meine kostbare Zeit opfern, ins Kino zu gehen. Ja, wie gesagt, vielleicht kriegen wir mal einen Screener, wo du mal reingucken kannst oder irgendwas. Dann kannst du zu Hause Zeit opfern oder so. Ganz nebenbei Hemden bügeln oder irgendwas. Ich glaube, dafür ist es noch halbwegs okay. Und man sollte es auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen mit Kino und Superheldenfilmen und so weiter beschäftigt, man sollte den mal gucken, um mal so ein bisschen diesen Benchmark nach unten mal irgendwie definiert zu haben. Weißt du, dass man so diese Range hat, so zwischen Endgame und Madame Web liegen dann so die anderen Filme, weißt du? Das ist so wirklich der negative Ausschlag nach unten, weil da wird einfach so viel falsch gemacht. Und das Schlimme ist, die Darsteller hätten es eigentlich, die hätten einen guten Film gemacht. Also Dakota Johnson ist ja keine schlechte Darstellerin und selbst die drei Mädels, denen man hier wirklich extrem dämliche Drehbuchsachen ins Drehbuch geschrieben hat, die wären wahrscheinlich auch gut gewesen und das Potenzial war da. Das ist ja das Schöne. Aber diese dämliche Nemesis da mit diesem bösen Spider-Man-Typen, der dann auch so, ach, das war einfach völlig schlimm, dieser Typ da. Und dann wirklich konsequent die falschen Entscheidungen getroffen. Einfach total dämlich. Nee, ich sag nichts weiter. Ich gebe mal 3 Punkte und das war's. So, das ist so der negative Ausschlag nach unten. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen Superheldenfilm aus diesem Universum schlechter bewertet habe. DC mag da einen Ausschlag nach unten noch geben, aber nee. Dämlich. Okay, lass uns mal zu was Besserem kommen im Heimkino. Heimkino. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich reinreden. Ich bin echt gespannt, ob wir zu was Besserem kommen. Ich weiß nicht, hast du noch einen gesehen? Oder? Wieso? War doch zumindest von unseren Wertungen, die ich hier so sehen kann, schon mal etwas besser. Ja, okay. Also der internationale Beitrag für den Oscar, das Lehrerzimmer. Worum geht's denn da? Chris, du bist ja ganz nah dran am Thema. Ja, ich bin, es war so klar. Jetzt komme ich wieder. Jetzt darf ich wieder hier. Ist das so? Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ja. Ja, das Lehrerzimmer ist ein Film, der von tatsächlich da, oh Gott, ich überlege gerade, wie ich anfange am besten. Also es ist ein deutscher Spielfilm, fangen wir doch so mit an. Deutscher Film, es geht um Carla Novak. Gott, wie heißt sie? Was? Novak. Ich habe gestern noch geguckt, weil du gesagt hast, guck den unbedingt an bis zur Sendung. Leonie, habe ich auch geklickt. Ja, habe ich nicht gesagt. Ja, ich habe mich interessiert, halt auch geklickt, was du dazu sagst. Hab ich gesagt. Ja, deswegen habe ich mir das gestern. Ich wollte jetzt nicht so viel Druck aufbauen, dass du den. Nein, ist schon okay. Also, die ist neu im Job in der Schule in einem Gymnasium, muss man dazu sagen, und ist wohl Klassenlehrerin einer 7. Klasse, wenn ich das so richtig, also so richtig interpretiere. Ich gehe auch davon aus, dass sie einen Elternabend abhalten und alles. Oder vielmehr, ja, da geht es ja schon los. Elternabende werden eigentlich von den Elternvertretern eingeladen, nicht von den Klassenlehrern, aber das heißt so. so eine rechtliche Sache. Und es ist dort an der Schule, gibt es Diebstähle, es wird immer wieder was geklaut und alles und natürlich gerät da die Schülerschaft ins Visier und schon gleich zu Beginn des Films nehmen wir teil an einem Verhör von eben 2 Lehrern und ihr als Klassenlehrerin mit den Klassensprechern aus ihrer 7. Klasse, die
da quasi so, ja, und jetzt sagt doch, wer es war und ihr wisst doch bestimmt was. Und es wird so massiv Druck aufgebaut und die Kids hocken dran und sagen, oder das Mädel hockt dran so, ja, was soll ich sagen, wenn ich nichts weiß, kann ich nichts sagen. Ja, aber das glauben wir nicht. Und aber du musst auch nichts sagen, dann zeig doch hier im Tagebuch drauf. Und Carla ist immer so ein bisschen so, versucht noch so auf der Seite der Schüler zu sein. Das, wie sich's rausstellt, ist einer davon auch noch der Konrektor, der da diese Befragung macht. Und da ist schon das erste Mal, wo ich einen Ausschaltimpuls hatte, weil ich echt gedacht habe, so, da willst du mich verarschen. Ey, was ist das denn? Erstens, wir sind keine Polizisten. Zweitens, die Art und Weise ist einfach, wollen, ja, trotzdem. Wollen ja nicht die Realität abbilden. Ne? Ja, aber es versucht ja, die Realität abzubilden. Hm. Und auf jeden Fall kriegen die da nichts aus den Kids raus. Aber das große Problem an der Schule, wo eine Null-Toleranz-Grenze herrscht von der völlig überforderten Rektorin, die auch pädagogisch und menschlich völlig daneben liegt, eine Frau Doktor, was weiß ich was, die im Leben heutzutage so einen Job nicht mehr hätte, aber ist auch egal. man merkt schon, dass ich sehr angetan bin von dem Film, oder? und Carla jedenfalls stellt dann auch fest, okay, irgendwas passt im Lehrerzimmer nicht so ganz und lässt dann von ihrem Laptop die Kamera mal laufen, während sie im Unterricht ist, um zu schauen, ob da irgendwas passiert. Und tatsächlich kriegt sie eine Filmaufnahme, wie jemand bei ihr das Portemonnaie nimmt und nachher Geld fehlt. Und sie findet dann raus, wer das ist, konfrontiert die Person, die natürlich komplett austickt und jede Schuld von sich weist. Und die hat auch noch ein Kind in der Klasse von der. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Die hat natürlich ihr Sohn ist natürlich in ihr genau der Klasse von Frau Novak. Und es entspinnt sich dann eben so ein bisschen die Täter-Opfer-Umkehr. Es entspinnt sich ganz arg viel Kleinkrieg und Unverständnis untereinander im Kollegium, teils berechtigt, teils einfach völlig überzogen, weil es wie so oft leider noch immer ist, dass halt Lehrer sich wie so kleine Götter fühlen oder es gerne wären. Ich sag nicht, dass das alle so sind, um Gottes Willen. Ich sag nur, manchmal geht's leider in diese Richtung. Eine völlig überforderte Schulleitung und dann natürlich eine Elternschaft, die aufgrund der nicht transparenten Vorgehensweise auch natürlich tausende an Fragen hat und auch alles ungerecht fühlt und. Inklusive, dass der komplette Konflikt auf dem Rücken des Kindes mit ausgetragen wird. Und Carla verkraftet das teilweise so dann und so und so und so, hält dann diesen Elternabend auch ab, der eh planmäßig war, wo dann auch so Fragen aufkommen wie, hey, warum behalten sie unsere Kinder eigentlich wie Kriminelle oder sowas und wie kann das dann, dass sie befragt werden? Dort taucht dann eben auch noch die beschuldigte Person auf, der ihr Sohn da ist und zerstört quasi den kompletten Elternabend, inklusive dann Panikattacke für Carla und dann gibt es noch ein Interview mit der Schülerzeitung, weil natürlich die Top-Journalisten der Schülerzeitung das Ganze aufgreifen und da eine riesen Skandal-Story draus machen. Ist halt ein Gymnasium, da tickt es manchmal anders. Und ja. Und es eskaliert eben dann hinten raus mit dem jungen Oscar. Der Sohn der betroffenen Person, der dann halt komplett in die falsche Richtung abbiegt und sie allerdings auch so hin und her gerissen ist zwischen diesem, ich muss dem Kind helfen, aber mir wurde auch Unrecht getan und wie kann man jetzt das Unrecht umdrehen und was ich was. Also es ist so eine Umsetzung von Verständnisfragen, ob man Verständnis für die Situation des anderen hat und wie es einem geht und dann natürlich, und das ist leider Gottes so ein bisschen typisch Gymnasium, dieses nicht vom Kind aus denken, sondern über das Kind hinweg denken, solche Einstellungen und auch, ja, ich aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung und so müssen sie sich schon auf mein Urteil verlassen. Oh Gott, das will mir. Da sind Sätze teilweise gefallen, da hätte ich einen Fernseher schlagen können. Das heißt, das ist ganz ehrlich. Also, der einzige Vorteil war, dass es spät abends war und ich deswegen nicht laut rumfluchen konnte.
weil da in diesem Film halt Sachen gezeigt werden, wo am Alltag teilweise echt komplett vorbeischießen. Und zwar sowohl pädagogisch als auch rechtlich und rechtsstaatlich. Und das sind einfach Sachen, die gehen überhaupt gar nicht. Also es ist quasi, ich will es jetzt nicht sagen, aber ich glaube im Schnitt bei jeder Szene, bei jedem kleinen Absatz von dem Film hätte ich 3 bis 4 Fehler einfach im ganzen Verfahren schon nennen können. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich unglaublich getriggert irgendwann, weil ich echt gedacht habe, so kann man denn so bescheuert sein? Was ist denn jetzt das bitte? Also was ist, geht am Ende, geht noch so weit, dass die Klassenlehrerin, also dass die Carla sich am Ende, nur als Beispiel, im Raum einschließt mit dem Schüler. Erstens stehen dann draußen die restlichen so, jetzt kommen wir da gar nicht mehr rein. Nein, zweitens, rechtlich darfst du kein Kind einschließen. Also ich meine, bei mir in der Schule ist es so, die Türen sind Schlusstüren, ja, die gehen dann von wollte, glaube ich, eher auf. Die anderen ausschließen, sagen wir es so. Ja, natürlich, das, ja. Ja, da, nicht, richtig. Nicht das sie Kind. Sie wollte die anderen ausschließen, aber rein faktisch hat sie das Kind eingeschlossen. Selbstverständlich. Es ist natürlich und in dem Film. Das würde mich mal interessieren, wie du da reagierst, wenn man dich einfach irgendwo einschließt. Dramatische Überhöhungen drin, natürlich, weil wenn sie, sag ich mal, die Realität im Lehrerzimmer einfach filmen würden, das wäre langweilig, glaube ich. Das ist ja das Nächste. Da habe ich auch schon gesagt, also das noch Spannendste bevor das ist, wenn jemand Geburtstag hat und jemand bringt Kuchen mit, das ist vielleicht noch das Spannendste, glaube ich, in so einem Lehrerzimmer. Und vielleicht, hast du eine Ahnung. Also im Lehrerzimmer kann es schon ganz schön abgehen. Aber so was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Ja, genau. Vielleicht ein bisschen Beef unter Kollegen oder so oder irgendwas. Gibt es auch oft, ja. Ja. Aber ansonsten, ich weiß natürlich, dass da sehr viel nicht der Realität entspricht, aber ich fand es hier auf jeden Fall ganz gut dramatisch zugespitzt, wie sie in so eine Situation reingerät, dass sie quasi als junge, ambitionierte Lehrerin hier mitten in dieses Haifischbecken irgendwie gefühlt reinfällt, was sich aber erst so nach und nach da entwickelt. Und sie hat natürlich auch, dadurch, dass sie den Dieb ausfindig gemacht hat, mehr oder weniger, es ist ja nicht ganz klar, ne? Deswegen war immer noch so ein bisschen so eine, und das auch ausgerechnet noch jemand, der beliebt war dort an der Schule, ist natürlich schwierig, dann gerät sie wirklich in so ein schwieriges Verhältnis rein, wo sich dann auch ihre Klasse auch so gegen sie stellt und das, hatte ich so ein extremes Unbehagen, wo ich das gesehen habe. Definitiv, nur du musst halt überlegen und das ist auch wieder so was komplett Unlogisches, die behaupten so, ja, das Kind ist in der Klasse auch nicht unbedingt so beliebt und manche mobben ihn und bla bla bla, aber dann schafft das trotzdem in 0, nichts so die ganze Klasse quasi aufzubringen, wo du auch denkst so, ja, okay, also klar ist es, dass die Kids, wenn können, die richtigen Triggerpunkte setzen, auch bei Lehrern, komplett, auch schon alles erlebt. Die wissen das auch, die machen das dann auch, manche vielleicht unbewusst, manche tatsächlich auch bewusst. Und dann ist immer noch die Frage, wer ist der Erwachsene im Raum? Das darf man einfach nicht vergessen. Und das vergessen einfach da extrem viele. Und boah, da läuft pädagogisch, lief da einfach so viel falsch und so viel dagegen. Das ist auch ganz einfach, sorry Leute, aber wenn ein Diebstahl ist, dann ist mir das scheißegal, ob die Person beliebt ist oder nicht, das kommt zur Anzeige, fertig. Also da gibt es doch keine zwei Meinungen, da vielleicht bin ich da zu arg Allmann oder so, dass man sagt, ja, wir können das ja irgendwie regeln. Nee, ganz ehrlich nicht, in dem Fall nicht, sondern... Naja, das wird thematisiert. Sie geht ja mit der Information zur Direktorin und die sagt ja, genau, dann, genau, ja, aber wir haben aber diese Information jetzt auf eine illegale Art und Weise mit dieser Kamera beschafft, wir können da jetzt nicht, ne? Ja. Ja, aber weißt du, genau das, aber das ist so dieses, ja, okay, ja, wie können wir das? Und dann fällt ihnen hinterher ein, so, oh ja, übrigens war das nicht rechtens, dass du da einfach gefilmt hast. Ach, you don't fucking say, hey. Ach, das ist ja unglaublich. Wer hätte denn das gedacht, dass du in einem nicht öffentlichen Raum keine. Also ich darf hier bei mir zu Hause, ich habe auch eine Überwachungskamera für den Balkon, ja, weil wir haben Erdgeschoss, wir haben Balkon. Klar, ich darf aber nur meine Sachen filmen, was mir gehört, ohne dass ich irgendwie die Wege draußen filme, weil es darf niemand öffentlich zu sehen sein. Ich darf bis zu meiner Grenze quasi, ohne dass man weiter gucken kann. Genau. So, habe ich auch, ist auch alles so gemacht, ist alles so eingerichtet.
Aber wenn ich sowas mache, informiere ich mich doch auch einfach. Weißt du? Und das sind studierte Menschen da, die Lehrer und alles. Und das sollte man wissen. Das sollte man sich auseinandersetzen und nicht einfach aus dem Impuls raus, ich habe das halt gemacht. Und das gibt es einfach so oft und das ist einfach so falsch. Und boah, ich werde so sauer schon wieder. Erik, ich werde gerade richtig wütend. Ja, das stimmt schon. Oh. Mit der Kamera überwachen, sehr schwierig, was ihr da... Das, nein, und das ist einfach, weißt du, und dann... Wahrscheinlich hätte der Beweis, sie den du hast, eine andere Falle stellen sollen. Also sie hätte dieses Wissen ja erstmal für sich behalten. Ja, aber weißt du, dann hast du diesen Beweis und oder halt diesen potenziellen Beweis, den vor Gericht hättest du den nie benutzen dürfen. Und dass das alles so fürchterlich eskaliert ist und so, ist ganz einfach auch die Art und Weise, wie sie es angegangen ist. Das ist definitiv auch mit ihrer Schuld. Und ich möchte da keine Täter-Opfer-Umkehr oder sowas machen, sondern einfach nur, dass es tatsächlich mit ihrer Schuld, das ist komplettes Versagen der Schulleitung, was mich wahnsinnig gemacht hat. Also das ist eine Art und Weise auch. Aber das war vielleicht auch das Ziel, das ein bisschen verrückt macht, was da so... aber guck mal, das ist ja wieder mal so das Typische dargestellt, ist so, ja, die Lehrer wollen das andere und die Schulleitungen sind ja einfach nur ein bisschen dumm. Das erinnert mich so ein bisschen an... Und das klingt jetzt echt vom Vergleich her ein bisschen schräg, aber schau dir mal bitte Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen an, ja? Wie werden denn da zum Beispiel der Oberbürgermeister, wie wird denn der dargestellt? Der Politiker der Stadt, der wird ein bisschen als Dumpfbacke auch dargestellt. Das ist immer dasselbe. Das sind so ganz, ganz komische Stereotypen oder so ganz komische Sachen. Und in dem Fall, hat mich einfach daran auch erinnert. Hat mich echt fuchsig gemacht. Ganz arg vieles in dem Film hat mich einfach fuchsig gemacht. Auch das Ende fand ich, hat mich einfach nur fuchsig gemacht. Weil das war einfach nur hart lächerlich, das Ende. Ganz ehrlich, es ist nur komplett hart lächerlich. Ich fand's blödes Ende. Also ich hätte mir da eine stärkere Aussage am Ende gewünscht. Deshalb ist der Film bei mir auch punktemäßig. Er wäre höher gewesen, wenn die Aussage am Schluss... Wenn da ein ordentlicher Knopf dran gemacht worden wäre an das Thema. Deswegen gebe ich 6,5 von 10. Und du? Ich glaube ganz gut, dass wir einen Knopf dran machen. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal runter reduziert auf 4. Also er geht 99 Minuten. Immer noch weiter runterfallen, ja. Ja, immer noch weiter runterfallen. Aber es hat mich echt geärgert. Also ich weiß ganz genau, dass es Lehrer da draußen gibt, die hocken im Kino oder hocken zu Hause vom Fernseher, schauen sich an und sagen, ja, genau so ist's. Genauso ist es, nichts darf man mehr oder so. Und dann, das ist teilweise, ich habe das jetzt erst bekommen, weil mein Rektor gerade Schulrecht, der unterrichtet jetzt Schulrecht oder Dingsen halt für die Nachwuchslehrer. Und der hat mir da so nette Textpassagen auch wieder aus so einem Standardwerk geschickt, von wegen, hier, das Schulverhältnis als Rechtsverhältnis zutreffend wahrzunehmen, fällt Lehrern auch schwer, weil sie sich emotional und aufgrund ihrer pädagogischen Ausbildung dagegen sperren, das auf der staatlichen Schulpflicht beruhende Schulverhältnis auch als Zwangsverhältnis wahrzunehmen, durch das der Staat tief in die Rechte der Eltern und Schüler eingreift. So, solche Sachen. Also, es fehlt einfach das Verständnis, weil ich bin der Lehrer, ich habe Recht. Wenn du dich informierst, hast du vielleicht recht. Und wenn du nachgelesen hast, hast du recht. Und wenn dann Sachen aber auch kommen, die dann nicht passen, dann kannst du nicht sagen, ja, das ist ja doof, sondern nein, das ist dann einfach rechtlich so. Und deswegen, da ist von ganz arg vielen Seiten, so ziemlich von allen Seiten, die da beteiligt waren, rechtlich so vieles schiefgelaufen und einfach pädagogisch so viel daneben gelaufen, dass es mich echt nur geärgert hat. Ja, bei der Part ist auch sehr viel rechtlich schiefgelaufen im Film. War trotzdem ein guter Film. Deswegen, Der erhebt aber auch nicht den Anspruch auf Realität. Der ja auch nicht. Das ist ein Drama hier. Das ist überspitzt. Ja, das ist wirklich ein Drama. Also. Ich fand ihn tatsächlich ganz gut. Ich wollte noch ganz kurz noch ein bisschen auf die technische, auf das Technische von diesem Film ein bisschen Augenmerk legen. Er wurde nämlich tatsächlich in 4:3 gedreht, was ein, das hat mich auch genervt. Ein ungewöhnliches Format ist. Es wirkt halt nicht so kinohaft, sondern wirklich fast wie früher, wenn man in der Schule irgendwelche Lehrfilme geguckt hat. Oder genau, sowas. Deswegen hat es mich so genervt. Ich habe jetzt gedacht, so als nächstes zeigt ihr noch ein Tageslichtprojekt oder so. Ja. Das haben sie Gott sei Dank weggelassen. Genau, also ganz interessant. Jetzt in der Oscar-Vorbereitung, wer den auch schauen möchte, das Lehrerzimmer gibt es jetzt bei diversen Streaming-Anbietern. War ja, glaube ich, Premiere war schon Anfang 2023 im Kino, also den gibt es jetzt bei diversen
Streaming-Anbietern. Okay. Jetzt sind wir an dem Punkt nochmal so ein Oscar-Anwärter, den ich einfach total, komplett kacke finde. Ja, kann ja nicht jeder einen guten Geschmack haben. Das ist ja. Ja, das, ich sehe schon. Deswegen verstehe ich nicht, warum das bei den Oscars dann halt auch nicht umgesetzt wird. Aber bin gespannt. Du findest bestimmt Madame Web überragend gut. Musst du mal gucken. Aber kommen wir erstmal zu den Serien. Serien. Keine Angst, ich mache es jetzt nicht so lang, weil wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten in der Sendung. Ich möchte bloß eine Serie empfehlen, die wir auch demnächst auf Fortsetzung folgt, besprechen, die jemand anders in das Dokument eingetragen hatte. Und das ist meistens immer ein Risiko, weil wenn man selber irgendwas raussucht, hat man schon zumindest mal, wo man sagt, oh ja, das könnte gut sein. Aber wenn einem jemand anders was aufbürdet, im wahrsten Sinne des Wortes, ist da manchmal großer Mist dabei. Allerdings selten. Aber es trifft zu, ich hoffe, die hören es jetzt nicht. Meine Kollegen von Fortsetzung folgen, finden die tatsächlich auch mal eine kleine Perle. Also haben diese blinden Hühner auch mal eine Nadel im Heuhaufen gefunden. Nein, ich mache nur Spaß. Ich empfehle da auch genug, oft genug irgendwelche Scheißsachen, weil man guckt ja vorher nicht rein. Man guckt ja. Jedenfalls, in der ARD Mediathek, wo ja wirklich jeder Zugang hat, kostet ja nichts außer die GEZ, aber ihr könnt es auch gucken. GEZ gibt es doch gar nicht selbst mehr. Selbst wenn ihr nicht die Rundfunkgebühr bezahlt oder wie auch immer das jetzt heißt. Der Lehrer kommt hier gerade wieder durch im Hintergrund. Nein, ich habe schon so oft das gehabt, aber die GEZ, wann wurde die abgeschafft? Ja, was keine weiß Ahnung. Ich, wie das jetzt heißt. Die Gebühr, die abziehen, Rundfunkgebühr oder keine Ahnung. Wie heißt das? Rundfunkgebühr, Fernsehgebühr, Kulturgebühr, Kulturabgabe. Wie heißt es? Rundfunkabgabe. So, Rundfunkabgabe, okay. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt es trotzdem schauen, auch wenn ihr diese Rundfunkabgabe nicht bezahlt. Aber ihr solltet es natürlich bezahlen, denn die finanzieren wiederum solche guten Produktionen. Es gibt eine Fernsehserie, eine Miniserie, 7 Episoden. Und jede Episode hat aber nur so 20 Minuten. Also die kann man wirklich mal schnell wegsnacken. Und in dieser Miniserie ist wirklich das Who is Who der guten deutschen Darsteller vertreten. Da ist zum Beispiel Kida Khodor Ramadan, den man kennt aus 4 Blocks zum Beispiel. Der hat das ganze Ding auch gedreht und produziert. Frederik Lau ist dabei, Stiebe Erkic ist dabei, Ronald Zerfeld ist dabei, Rubio Fee ist dabei und. Ich will jetzt mal nicht alle nennen hier, weil es sind echt viele. Katharina Thalbach und so weiter. Und in dieser Serie geht es darum, dass vier Männer, Keko, Kida Khodor Ramadan, Stulle, Frederik Lau, Pepsi, Stipe Ergic, Baro, Wesel und Kongo, die sitzen alle im Knast und sind Freigänger. Das heißt, sie können da tagsüber raus und sie kommen dann mal auf die Idee, während ihres Freigangs eine Bank zu überfallen, organisieren dann halt alles. Und darum geht es dann, weil dieser Bankraub läuft ein bisschen schief und sie haben aber trotzdem gefühlt irgendwie einen größeren Plan, der dahinter steckt. Und das Ganze ist echt spannend, witzig inszeniert, aber auch dramatisch inszeniert. Und sollte man gesehen haben. Wirklich, sind nur 7 Folgen. Jede Folge geht nur 20 Minuten. Gibt es in der ARD-Mediathek. Und ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Es heißt Testo. Testo. T-E-S-T-O. Da solltet ihr unbedingt mal reingucken. Ich verlinke es mit in den Shownotes. Und ja, die detaillierte Kritik gibt es dann bei Fortsetzung folgt, dann mal hören, was die anderen dazu sagen. Und dann noch ein... Moment, ja? Erik. 31. Dezember 2012. Bis dahin gab es die GEZ. Das sind 11 Jahre, die nicht mehr gibt. Ja. Nur mal so. Aber man kennt das doch als GEZ. Ja, weiß ja jeder, was gemeint ist. Genauso wie die FSK heißt auch nicht mehr irgendwie, FSK heißt auch irgendwie anders jetzt, egal. Jedenfalls, weitere Tipp noch, Serientipp. Ich hatte ja am Anfang mal berichtet von der Serie Masters of the Air, wo ja jede Woche nur eine Folge kommt, was ja quasi die neue Kriegsserie ist, die von Steven Spielbergs Produktionsfirma produziert wurde, wo es diesmal um den Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg geht. Und da war ich am Anfang so ein bisschen hin und her gerissen und so weiter. Es waren halt zu viele, die gekommen und gegangen sind und ein zu wilder Wechsel. Man konnte nicht so richtig, ich erinnere mich, ja, richtig connecten. Ich wollte nur mal kurz nochmal ein Update geben. Das ist jetzt mit Folge 5 und vor allem mit Folge 6 richtig gut geworden, weil jetzt verfolgen wir wirklich bestimmte Personen, die man auch kennt und mit denen man ein bisschen mitleidet und mitfiebert.
Und insbesondere Folge 6, wo sie wirklich den Finger in die Wunde legen, was damals in Nazi-Deutschland so passiert ist, das war wirklich extrem dramatisch. Die Folge 6, die jetzt am vergangenen Freitag erschienen ist. Und so wie ich das gesehen habe, auch die Reaktionen, die auf mein Posting kamen und so weiter, hat das wirklich auch einige Leute sehr bewegt, die Folge. Und ja, ich wollte nur sagen, ich bin da dran und es wird gefühlt immer besser. Und Folge 6 hat jetzt den neuen Höhepunkt erreicht. Richtig gut. Okay, Serienneustarts habe ich ja immer so ein bisschen als Thema jetzt hier drin. Ein, was startet neu am 27. Februar, also übermorgen auf Disney Plus, ein Remake der Serie Shogun. Die Älteren werden sich erinnern, da lief mit Michael Caine, glaube ich, die Serie damals im ZDF immer. Habe ich sogar ganz gerne geguckt über den Gaijin, der da nach Japan kommt und dann dem dortigen Shogun mithilft bei der Verteidigung gegen seine Widersacher und so. Habe ich echt gerne geguckt. Und da gibt es jetzt ein Remake. Bin ich natürlich ein bisschen, ja, zwiegespalten, ob es gut wird. Wie immer bei solchen Remakes. Aber ja, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Dann startet neu eine Serie The Calling auf Warner TV. Weiß ich jetzt noch nicht so viel. Eine Serie, die wir schon mal besprochen hatten, glaube ich, wo das im Streaming lief, läuft jetzt im Free TV. Ab 2. März läuft Manifest auf Kabel 1. Kann man ja durchaus mal reingucken. Wer bis jetzt den Streaming-Anbieter nicht hatte, auf dem das lief, kann ja durchaus mal reinschauen. Und am 5. März läuft noch eine neue Serie an auf Disney Plus, die heißt Death and Other Details. Ja, klingt ganz interessant mit Mandy Patinkin, der ja aus Homeland zum Beispiel. Klingt ganz gut. Ja. Okay, das waren die Serien-Neustarts. Ach, vielleicht für die Kate noch der Hinweis. Neue Staffel Drive to Survive. Gibt's die hat sie schon durch. Hat sie schon durch, alles klar. Gibt es ja seit heute oder so. Seit heute oder seit gestern. Hat sie schon durch, alles klar. Ja gut, aber für alle anderen auch Drive to Survive. War ja jetzt auch Formel 1-Saison quasi wieder beginnt, da kann man ja sich mal wieder ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Okay, dann im Bereich Sonstiges, da brauche ich mal, ich brauche ja echt mal einen Trenner für die ganzen sonstigen Themen. Wir hatten nämlich einen Kommentar zur letzten Folge zu Maria Montessori, allerdings nicht über Maria Montessori, den Film, sondern über einen Neustart, den ich genannt hatte, einen Serienneustart, nämlich Tokyo Vice. Da hat der Max, der in Klammern gerade noch bei der Berlinale ist, ja, der hat geschrieben, als Michael Mann-Fan hat er schon beim Start, in Klammern irgendein Channel von Amazon, weiß ich schon gar nicht mehr, reingeschaut. Also es lief, Tokyo Vice lief offensichtlich schon mal auf Amazon und läuft ja jetzt auf ARD, hatte ich glaube ich empfohlen, wenn ich mich recht erinnere. Die Pilotfolge trägt ganz klar Michael Manns Handschrift, mit der Kamera häufig quasi am Ohr der Figuren der Ruhelosigkeit. Ab Episode 2 wird es dann inszenatorisch gut klassische Standardkost. Filmische Grüße von der Berlinale. Ja, schöne Grüße auf die Berlinale. Ich werde da, denke ich mal, reinschauen, weil ich mochte ja Miami Vice und Michael Mann. Damit kann ich gut was anfangen hier, Collateral und so weiter. Ich glaube, ich werde da mal einen Blick riskieren bei Tokyo Vice, wenn es dann im Streaming bei ARD verfügbar ist. Oder ich nehme es mir mal auf, wenn das jetzt startet. Oder habe ich es schon aufgenommen? Ich glaube, ich wollte es programmieren. Klingt spannend. Dann jetzt auf zu den Musiktipps. Music. Chris, was packst du denn da drauf? Das klingt ja, das klingt ja fast wie eine Band von, weiß nicht, Nils Bogelberg oder so. Ach nee, ist Fritten und Bier. Ich packe drauf von CA78 oder CA78, ich weiß gar nicht, wie es genau ausgesprochen ist, ist ja wurscht. Ist und Rap? Acid Fired ist der Heiko, ein Twitch-Streamer, natürlich, der hat die Vocals dazu beigetragen, und zwar Schnitzel und Bier. Lecker. Es ist komplett Banane, aber ich feiere es komplett, weil es ist so witzig. Und deswegen auch ganz liebe Grüße an den Acid an der Stelle. Ist ein extrem cooler, korrekter Dude. Mag ich sehr. Okay. Deswegen.
Sagt mir alles. Schnitzel und Bier. Nichts. Niente, nada. Egal, ich höre mal rein, wenn ich es dann draufpacke. Ich habe es schon draufgepackt. Das ist überhaupt nichts für dich, sage ich dir gleich. Ach so, na dann. Ich packe was drauf, was ich auch sehr mag, die Gruppe Funker Vogt. Da packe ich mal das neue, den neuen Song drauf, den sie jetzt gerade letzte Woche released haben, Death Seed. Den packe ich mal drauf. Und da ist es auch schon. Jawohl. Okay. Dann sind wir durch für heute. Bin ich gespannt, was morgen in der Sneak Preview läuft. Ob wir da auch wieder so einen Hochkaräter bekommen oder ob es jetzt mal Tendenz nach unten gibt. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich auf Ersteres. Und ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.